Ich habe Spiele rausgesucht für unseren Retro-Dienstag. Und zwar wieder PS1-Spiele. Und diesmal sind es aber Spiele von deutschen Entwicklerstudios. Gab es tatsächlich nicht so viele, weil zu der Zeit hauptsächlich deutsche Videospielstudios, wenn sie Videospiele gemacht haben, eher sich fokussiert hatten auf PC-Spiele. Ja, deshalb, da gab es nicht so viele Games. Aber ich habe ein paar rausgesucht, die ganz interessant klangen. Und wir fangen auch schon direkt an mit dem womöglich, da werden wir auch nicht lange spielen, das wird so ein 5-Minuten-Ding sein, Leute. Aber es ist vermutlich das deutscheste PS1-Spiel von allen, die ich heute habe. Das wird nice. Moment, wo waren die? Scheiße, wo waren die? Hier. Und zwar das deutscheste vom deutschesten, Leute. Let's go. Nee, kein Schuldensimulator. Viel besser. Oh, viel besser. Ich muss ja wieder verschieben, ne? Moment kurz. So. RTL Skispringen. Alter, mit RTL Skispringen hätte ich mehr Zeit verbracht. Als nur 5 Minuten. Aber es wird sich gleich ergeben, also ihr werdet direkt verstehen, wieso ich, ganz einfach, und zwar Chat, es heißt, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Quiz. Quiz. und ich habe keine einzige Folge in meinem Leben gute Zeiten, schlechte Zeiten gesehen. Vor allem nicht den Arc aus den 90ern. Ich bezweifle, dass ich irgendeine Frage beantworten kann. Alter, ich liebe es. Gute Zeiten, schlechte Zeiten Quiz. Ich bin Ihr Moderator und werde Sie in den kommenden Minuten begleiten. Zuerst einige kurze Worte zu den Regeln. Wenn Sie das Spiel schon kennen, drücken Sie einfach eine Taste. Ihre Aufgabe ist es, mindestens eine Frage aus allen 7 Kategorien richtig zu beantworten. 7? Welche Kategorie Sie schon besitzen, zeigt Ihnen der Farbfächer am unteren Bildschirmrand. Ist der Farbfächer voll, dürfen Sie sich an die Masterfrage wagen. Entscheiden Sie diese für sich, dann haben Sie das Spiel gewonnen. Alles klar? Dann wollen wir sofort starten. Wie viele Spieler sind wir denn heute? Wählen Sie die Anzahl der Spieler mit dem Steuerkreuz. Ich kann nichts machen. Oh, mein Gamepad ist aus. Ich glaube, Akku wieder leer. Ich liebe diesen Screen mit diesen fucking dieser Gruppe da. Es sieht einfach so nice 90er aus. Es ist eine schwere Entscheidung. Trauen Sie sich. Und vorhin, Jonilink, Dankeschön für deinen Sub. Okay, let's go, ich bin ein Spieler. Aha, es geht also nur um uns beide. Das heißt, Sie werden gegen die Zeit spielen. Rechts unten wird während des Spiels eine Restzeit erscheinen. Sie müssen alle Kategorien und die Masterfrage innerhalb dieser Zeit richtig beantworten. Das ist knapp, also beeilen Sie sich etwas. Geben Sie nun bitte Ihren Namen mit dem Steuerkreuz ein. Junge, man kann nichts drücken, solange er redet. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Starttaste und das Spiel beginnt. Ich darf nichts drücken. So, jetzt. Ich sehe in mein Herz und ich sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich bin natürlich nicht der Keggy, sondern Wusen K. Ich bin der gute Karl. Karl. Wieso kann ich nicht mehr weiterschreiben? Habe ich so wenig Platz? Ich wollte mir einen coolen Namen geben. Ich bin. Okay, dann bin ich einfach nur der Karl. Ich bin der Karl. Noch ein Wort zu der X-Taste auf Ihrem Gamepad. Mit dieser können Sie eine Fragenkategorie auswählen oder eine Frage beantworten. Ich bin der gute Karl. Also doch länger als 5 Minuten. Ja, er redet ganz schön lange. Kategorie auswählen. Ach, das sind die 7 Kategorien, okay. Ich will grün! Wow, was?
Sehr gut. Die kommende Frage stammt aus der Kategorie Realität und Rolle. Ich lese Ihnen die Frage und die Antworten vor. Sobald die Frage gestellt wurde, läuft die Zeit ab, die Ihnen zum Beantworten bleibt. Zum no Antworten way! Sie einfach Ihre X-Taste. Danach wählen Sie mit no dem Steuerkreuz die Antwort aus und drücken erneut die X-Taste. Okay. Wo wird GZSZ gedreht? Potsdam-Babelsberg. Köln-Kalk. Berlin-Kreuzberg. Also Köln hat seine eigene Serie, Berlin hat seine eigene Serie, bestimmt Potsdam. Ausgezeichnet! Ich bin so gut! Ich kann noch mehr als eine Frage beantworten. Das war Ihre erste Kategorie. Die Restantwortzeit wird Ihnen auf Ihre Spielzeit angerechnet. Okay, okay. Dann will ich jetzt... Ich will... Orange. Es geht okay. Weiter mit Realität und Rolle. Meine Herleitung hatte gar keinen Sinn ergeben, weil die Wo Berlin-Serie und die Köln-Serie kamen danach. Geboren? In Kiel. In Hamburg. In Lindau. Tokessa Möller Martinus. Martinius. Bestimmt in Lindau. Oh. Leider falsch. Oh, no. Ja, schade. Aber es bringt nichts weiter zu spielen. Mehr passiert, glaube ich, nicht. Es geht weiter mit Frech und Fatal. Frech und Fatal. Okay, die Frage würde ich mir noch gönnen. Wen hatte Peter Graf in seinem Testament alternativ als Erbe seines gesamten Vermögens bestimmt, falls sein Enkel Patrick Graf Junior sterben sollte? Chat, schnell! Ein SOS-Kinderdorf. Chat. Dr. Joe Gerner. Der Karnevalsverein Gute Geister. Chat, schnell! Ihr habt das bestimmt alle geschaut damals, oder? Eins, okay, ein... Falsch Siedel! Geraten. Das war falsch! Es folgt Emotionen und Eifersucht. Mit was für einer Behauptung verleumdete Sonja Wiebe Joe Gerner öffentlich? Er wollte eine Bank ausrauben lassen. Er wollte City Lights erpressen. Er hätte angeblich Kinder sexuell missbraucht. Joe Gerner war doch nicht so einer, oder? Perfekt! Was? Joe! Chill! Die nächste Kategorie ist Hobby und Handwerk. In welcher SFB-Filmproduktion bekam Wolfgang Barrow eine Hauptrolle mit 18 Jahren? Verführung. Romeo und Julia. Tarzan. Ja, Romeo und Julia gibt's safe nicht. Ich sag Verführung. Das war mustergültig. Mustergültig! Ja, das ist wie, es gibt, wie heißt das Spiel? Heißt das Trivia Pursuit, wo du auch so mehrere Kategorien hast und du hast erst gewonnen, wenn du von jeder Kategorie mindestens eine Frage beantwortet hast. War das nicht irgendwie so? Ja, ne? Aber ja, ich denke, Leute, wir haben genug gesehen. Dann wähle ich eben die Kategorie aus. Ich denke, wir haben genug gesehen. Die nächste Frage ist aus der Kategorie Hobby und Handwerk. Was willst du denn noch sehen? Es passiert nichts. Es werden Fragen gestellt. Wer in der Serie spielt Saxophon? Rigi! Natalie Jäger. Rigi ist es. Rigi Marquardt. Cora Hinze. Rigi, der Saxophonmann. Ja, verkackt. Das war nicht richtig. Schade. Es war nicht Rigi. Ja, das war auf jeden Fall so das Deutscheste vom Deutschen, was ich gefunden hatte für die PS1. Ein Deutscher wird nichts mehr. Wird es nicht mehr. Ja, gehen wir ins nächste Spiel rein. Aber so Quizspiele, vor allem damals auf der so alten Konsolen, die damals zu kaufen, das ist doch eigentlich mega lost, oder? Das sind dann vielleicht 50 Fragen oder so. Und wenn du ein paar Runden gespielt hast, dann kennst du ja alle Fragen auswendig. Das heißt, du kaufst
bist dann in den Supermarkt gegangen, bist halt damals in den Karstadt gegangen, hast 100 Mark ausgegeben für dieses Spiel. Nur um dann nach 3 Tries oder so, 3 Runden, das Spiel wieder wegzulegen, nie wieder anzufassen, weil dann weißt du ja schon alles. Du kennst ja dann schon alle Spiele, alle Fragen. So, wir gehen rein in das nächste Spiel. Und zwar gehen wir rein hier. Das habe ich beim Anspielen nicht wirklich gecheckt, wie das funktioniert. Vielleicht check ich es ja jetzt. Das hat Vollpreis gekostet? Wieso nicht? Ich glaube, 100 Mark war nicht mal Vollpreis. Vollpreis war, glaube ich, 200 Mark oder so für Videospiele. Was ein schöner 3D-animierter Hai. Delfine! Wow, die konnten voll die schönen 3D-Animationen machen. Nee, das sagt nichts über das Spiel aus. Das ist, glaube ich, nur einfach der Entwickler oder der Publisher. Und das ist deren cooles Logo und ihre coole Animation, die einfach viel zu lange dauert. Neon! Ja, allein die Animation hat 10% des CD-Speichers verbraucht. Es ist, vielleicht sagt es einem was, das Spiel. Ich muss mit Start betätigen. Es ist ein Game. Wie groß ist die Map? Ja, okay, die ist schon um einiges größer. Und das sind sogar rote Symbole. Ganz, ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Und Ginodo, danke schön für 15 Monate. Und Kuss zurück. Ja, ich denke, wir haben genug davon gesehen. War auf jeden Fall nette Erfahrung. Tunnel B1. Merkt's euch, Chat. Und erzählt's euren Freunden. Wenn die sagen, die sind PlayStation 1 Profis und die kennen alles auf der PS1, haben damals alles gespielt, dann sagt, hast du auch Tunnel B1 gespielt? Was gucken wir uns als nächstes an? Wie wär's? Das ist auch sehr, sehr deutsch. Das ist auch sehr, sehr deutsch. Das ist auch sehr, sehr deutsch. Ich glaube, das ist nur ein misslungener Versuch, die Kamera in den Panzer zu platzieren. Ja, es war ja kein Panzer, es war so ein F-Zero-Auto, so ein Wipeout-Auto, so ein, ne? RTL Formel 1? Nee. Ravensburger Chat. Was ist euer Lieblings-Ravensburger Spiel? Es gibt nur eins. Das ist die Insel, Chat. Catan. Es gab einfach Siedler von Catan für PS1. Das Brettspiel. Das ist eine geile Animation. Ja, okay. Junge. Catan, die erste Insel. Geht komplett ab, die Scheiße. Ja, Einführung brauchen wir nicht. Ich kenne so eigentlich die Regeln von Catan halbwegs. Deshalb rein da, ne? Ich glaube, das hat leider nicht mal einen Multiplayer oder so. Oh nein.
Okay, was macht die von Mortal Kombat hier? Was macht der von Tekken hier? Was geht hier ab? Ich dachte jetzt vielleicht, irgendwie sollen sie so Länder repräsentieren. Ne, weil... Also, dass das irgendwie... Ne, der hier steht für ein Land, sie steht hier für ein Land und dann auf einmal, wer ist die hier? Und wer ist der hier? Soll es irgendwie ein... Soll es Amerikaner sein, aber wer ist dann sie? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Aber ich mag den süßen, glatzköpfigen. Der ist super. Farbe. Ich spiele rot. Russin. Und die sieht aber aus wie so ein Mortal Kombat Character. So eine Schurkin. Er sieht für mich aus wie so ein richtig süßer Paul. Ja, brauchen kein Speichern. So, Übungsmission, Spielstand, blablabla, freispielen. Ach doch, es geht doch Multiplayer, hier. Okay. Aber wir gehen Kampagne rein, ne? Spielen. Die erste Insel. In dieser Kampagne erleben Sie die ganze Vielfalt der Spielwelt Catan. Sie beginnen auf der kleinen Insel, erleben, wie die Welt immer größer wird. Ich wollte gerade automatisch runterskippen, weil ich dachte, das sind die AGBs, die ich akzeptieren soll, bevor ich spiele. Wie die Welt immer größer wird und Sie werden vor immer neue, komplexe Aufgaben gestellt. Die Kampagne ist in einzelne Missionen unterteilt. Zugang zur nächsten Mission erhalten Sie nur, wenn Sie die vorhergehenden erfolgreich abgeschlossen haben. Zunächst werden Sie mit dem Problem des Rohstoffmangels konfrontiert. Rohstoffe gibt es zwar genügend, doch für alle Ihre Bauvorhaben reicht es natürlich nie. Haben Sie dieses Problem gemeistert, geht es hinaus auf das Meer. Sie müssen Schiffe bauen und neue Inseln besiedeln. Haben Sie sich mit der Seefahrt vertraut gemacht, segeln Sie weiter in die unbekannten Gewässer. Sie entdecken Inseln und finden eine neue Rohstoffe, Gold. Neben Gold warten in der Inselwelt von Catan auch viele Schätze. Werden Sie sie finden? Eines Tages werden in Catan die Rohstoffe knapp. Alter, hier sind ja schon alle Erweiterungen dabei, oder was? Heutzutage, wenn du dir Catan kaufst, musst du erstmal 30 Euro für jedes DLC noch dazu blechen. Hier war schon alles dabei. Sie erleben viele Länder, verarmen und schließlich, was? Sie erleben wie Länder verarmen und schließlich überhaupt keine Rohstoffe mehr liefern. Können Sie sich vor der drohenden Hungersnot schützen? Entwickeln Sie neue... Okay, hier ist die erste Mission. Mission 1. Sie haben Ihre Heimat verlassen und nun liegt vor Ihnen die Insel, die Sie Catan getauft haben. Sie beginnen mit der Besiedlung. Als erstes bauen Sie zweimal je eine Siedlung und daran eine Straße. Nun ernten Sie Rohstoffe und die... Okay, es ist einfach nur das Basic Gameplay. Die Mission ist einfach spielen das Basic Super Gameplay. Superstart! Was? Bin ich dran? Ich bin dran. Das sieht so scheiße aus. Das sieht so scheiße aus. Aber ja, Leute, ganz simpel. Siedler von Catan. Man hat ganz viele Hexagons. Und auf den Hexagons sind Zahlen. Die Zahlen stehen für Würfelzahlen. Wenn eine 8 gewürfelt wird und deine Stadt steht, zum Beispiel jetzt hier, steht an der 8 dran, dann kriegst du Rohstoffe von diesem Land. Und jedes Plättchen, was hat das anderes zu bedeuten? Die da unten, diese gelben, das muss Lehm sein, glaube ich. Wobei, es gibt irgendwie mehr Rohstoffe. Also ich kenne eigentlich Schafe, Holz, Lehm, Steine. Das war's. Aber da sind irgendwie mehr Rohstoffe unten. Es gibt Holz. Das erste ist wahrscheinlich Gold oder so. Das kriege ich wahrscheinlich hier noch nicht. Weil das andere würde Sinn ergeben. Das schwarze. Ach stimmt, Getreide. Es gab noch Getreide. True. Ich habe Getreide vergessen. Ja, dann passt's. Passt. Dann ist es Getreide, Holz, Lehm, Schaf, Stein. Dann ist das gelbe Getreide. Also das grüne, das mit den Bäumen, das ist halt dann Holz. Die Berge sind halt Stein. Da, wo die kleinen weißen Punkte sind, das sind Schafe.
Und diese braunen Stellen sind wahrscheinlich dann Lehm. Ja. Also ich platziere meinen ersten und in der Mitte ist der Räuber. Jedes Mal, wenn eine 7 gewürfelt wird, kann man den Räuber verschieben. Ich stelle mal nach hier hin. Dann habe ich Lehm und Schafe. Auf jeden Fall bei einer guten Zahl. Die 8 ist rot markiert, weil 8 und 6, die 6 ist auch rot markiert, weil 8 und 6 sind die Zahlen, die mathematisch die höchste Wahrscheinlichkeit haben, entwürfelt zu werden. Deshalb sind die besonders markiert. Jetzt darf ich noch eine Straße anlegen. Wir können theoretisch nach oben bauen, Richtung Hafen oder so. Mein Platz. Mein Platz. Feiner Standort. Feiner Standort. Und jetzt kriegen wir schon die Rohstoffe. Wieso kriege ich keine Rohstoffe? Wieso haben die alle bekommen, ich aber nicht? Scam. Und Vincent, Dankeschön für 11 Monate. So, ich darf nur eine zweite Siedlung hinstellen. Man darf ja immer 2 Stück hinstellen. Achso, die haben bekommen, weil sie schon 2 Siedlungen hingestellt haben. Deshalb. Ja, meine zweite Siedlung. Wir haben jetzt schon Holz, Schaf und Lehm. Eine gute Position wäre, es sind schon alle guten weg. Hier vielleicht noch Getreide und Stein. Getreide und Stein oder Getreide, Stein und nochmal Lehm. Aber eine Stein habe ich dann nur eine 3. Hier ist halt strong, die 8. 8 Stein. Ich könnte halt hier hingehen, dann würde meine Siedlung an dem Schafen angrenzen und an dem Stein. Aber ja. Dann habe ich halt kein Getreide, ne? Ich kann kein zweites Hausgebäude hinstellen. Ach so, hier darf ich nicht, weil das zu nah an der Stadt ist, klar. Ja, dann stelle ich nach hier hin. Ja, dann halt nach hier hin. Die haben schon die besten Spots weggenommen. So, und dann nach Straße. Straße, 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 Straße. Okay, Chat, es geht los. Jetzt wird gewürfelt. Oh jo, wie riesig die Würfel sind. 12. Das Spiel gefällt mir. Das Spiel gefällt mir. Was war das für eine Animation? So, stand so. Das Spiel gefällt mir. Bravo. Bin ich dran? Ich bin dran. Ich habe gewürfelt. Ich hab jetzt 2 Schafe und 1 Stein. Normalerweise, wenn man das Spiel spielt, dann hat jeder ein Spieler so ein Kärtchen, wo er die Rezepte sieht, was er bauen kann. Wie teuer eine Straße ist, wie teuer eine Siedlung ist. Aber das habe ich hier nicht. Ah, hier. Ah, okay, hier. Ja, ich kann mit meinen 2 Schafen nichts machen. Ja, dann fertig. Wie sagt, jo, was ist das denn? Historie! Okay. Wie mache ich denn fertig? Nächster Spieler, okay. Aufwachen, der Nächste. Wieso so toxisch? Ich habe eine 5! Ich krieg Holz! Hä, nee, ich habe doch keine 5, scheiße. Paul benutzt Controller, ja, das bin ich. Was? Ach, er will von mir, dass ich ihm Lehm gebe? Ich verstehe diese Anzeige gerade nicht. Also er will mit mir handeln. Und er will Lehm. Und er gibt mir was? Ich hab halt kein Lehm. Willst du Schaf haben? Oder Stein? Willst du ein Schaf haben? Nächster Spieler beenden, freigeben, aufdecken, Vibration, Angebot löschen, Angebot übernehmen, Handel besiegeln.
Ja, er will mir Holz geben. Beenden. Handelt mit mir. Jetzt will er von mir noch Getreide haben. Wie denn sowas? Das war's. Der ist einfach Egger. Ich will einmal die 7 haben. Ich will, dass einer die 7 würfelt. Gut so. Hört auf, mit mir zu handeln. Ich möchte nicht. So geht's. Dr. Rita. Macht weiter. Dr. Rita. Okay, sie heißt Dr. Rita. Okay. Komm schon, eine 7. Ich will eine 7. Ich wusste es. Nein, weiter, ich möchte nicht handeln. Das ist toll. Miko. Also zur der nächsten Runde. Der eine heißt Egger, Dr. Rita, Miko und dann der Paul. Ich wusste es. Ich will halt gerne eine 7 bekommen, um zu gucken, weil bei einer 7 kann man halt den Banditen bewegen. Und ich will halt sehen, wie der Bandit läuft. Na, ich kann nichts bauen. 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 Und weiter geht's. Der hat eine 8. Das Spiel gefällt mir. Ich hab Leben bekommen. Das ich hab Leben. Schärfer. Ich hab gewonnen. Gut so. Wer Leben hat, regiert die Welt. Und da eine Straße. Nö, vergiss es. Wer braucht denn sowas? Erpresser. Das gibt es nicht. Okay. 7. Okay, jetzt. Wow. Die brauche ich aber noch. Wow. Ja, Leute, das ist Siedler von Catan. Also, wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wo könnt ihr überall Siedler von Catan spielen, dann wisst ihr es jetzt. Auf der PS1 könnt ihr gerne Siedler von Catan spielen. Banger Game. Also, wenn ihr das nicht irgendwie analog bei euch habt zu Hause und gerne das spielen wollt, einfach die PS1-Version, Chat. Die ist auch geil. Die ist auch geil. Ich weiß nicht, ob unbedingt Siedler von Catan auf der PS1 am besten aufgehoben ist, aber ja, wieso nicht, ne? Wieso nicht? Kann man machen. Kann man machen. So, was haben wir denn noch so? Nein, keine PC-Version. Die PlayStation 1, weil PC muss ja dann an deinen Fernseher. Du willst ja nicht mit deiner ganzen Familie am PC sitzen. Du willst ja ganz entspannt am Fernseher sitzen. Deshalb die PlayStation-Version. So, wir haben hier das hier noch. Ein Spiel, was auch international rausgekommen ist. Ich glaube aber im Ausland anders hieß. Ich glaube, es hat noch irgendwie einen Beinamen gehabt oder eine andere Zahl gehabt. Aber im Deutschen heißt es Extreme 500. Das wird ziemlich extrem. Na fuck, ich wollte gerade fragen, was könnt ihr euch unter Extreme 500 vorstellen? Aber ja, man sieht es jetzt schon, ne? Denke ich. Das kennst du? Als ob. Ich denke mal, man erkennt es schon, ne? Was ist das? Extreme, Extreme, Extreme Dinosaurs. Ist leider nicht Extreme Dinosaurs. Und ich hoffe, ihr seid bereit für richtig geile, nervtötende Geräusche. Ich hoffe, ihr habt Bock. Dreht eure Kopfhörer auf, dreht eure Teufelboxen auf. Was geht denn da ab? Was ist dieses Intro? Also das meinte ich auf jeden Fall nicht mit den nervtötenden Geräuschen. Die nervtötenden Geräusche kommen jetzt.
Arcade, rein da. Okay, low CD Image. Was habe ich für einen geilen Fahrer? Okay, wo ist Deutschland? Da, wir haben Hans, wir haben Jörg, Carsten und Chris Wunder. Ich bin bereit für Chris Wunder. Strecken? Ja, die deutsche Strecke, let's go. Australien, Österreich oder Deutschland? Deutschland. Ich glaube, die Motoren werden das Nervige sein. Ach, was? Fahrhilfen möchte ich ausmachen. Kurvenhinweis, Kurvenfeedback, Bremshilfe, Unfall inaktiv. Moment, wenn es wenn ich auf ausmache, dann ist das ja aktiv, ne? Was für Bremshilfe. Spielstand. Was haben wir für Wetter? 34 Grad gerade. Schlechter Grip. Rundenrekord kommt aus Spanien. Luis Diego. Ja, let's go. Das ist der 500. Teil von Extreme? Nee, die 500 ist einfach... ist halt einfach eine extreme Zahl oder so. Vielleicht steht das für die extreme Geschwindigkeit. Wieso starte ich ganz hinten? Ha. Wegtreten! Ich kann kicken. Ich kick euch alle weg! Irgendwie konnte man noch einen Wheelie machen, oder? Whee, let's go! Wie findet sich die Soundkulisse? Ich weiß nicht mehr, wie man bremst. Ich lass einfach los. Bin mir nicht sicher, wie man bremst. Ich habe alle Tasten probiert, es geht irgendwie nicht. Hauptsache nicht letzter. Oha! Wie bremst man denn? Kann man überhaupt bremsen? Ich bin letzter! Was für ein Stick nach hinten! Ich spiele mit D-Pad! Es geht keine Bremse! Ich habe die Bremse gefunden!
Ich habe noch zwei Runden, Chat. Wieso ist das so laut? Weil es so geil ist! Das ist Motorsport! Das Baby hört nicht auf zu weinen. Man kann aber auch nicht geil driften oder so. Mit den Bremsen. Aber Hauptsache boosten. Die Bremse funktioniert auch nicht richtig. Die funktioniert nicht richtig. Jo, ich bin, wie weit ich weg bin von den anderen. Ja, ich denke mal, das Rennen müssen wir nicht zu Ende fahren, ne? Ich hab was. Wir können das Rennen beenden, Chat. Man kann die Geräusche muten. Das Baby schläft. Geiler Song. Vielleicht hole ich den noch ein. Aber ist eigentlich momentan perfekt, ne? Das Spiel. Also, es wird ja langsam wieder warm. Wir können bald wieder mit unserer Harley raus, Chat. Wird geil, oder? Bisschen den Diesel auf der Straße spüren. Ich hab ihn gleich. Ich muss ihn kicken. Ich hab ihn gekickt. Verdient die Sau. Wie kann ich am besten so spielen? Dreck ist aber auch echt hart. Vielleicht kommt der und kickt dich. Nee, der ist zu langsam für mich. Ich bin zu gut. Oh, aufs Gras. Also so kann ich gar nicht spielen. So viele Leute, die so Rennspiele spielen, spielen ja immer so, ne? Ich kann so gar nicht spielen. Junge, das Motorrad lässt sich aber auch echt wie Arsch steuern. Der Typ kommt. Warte, lass mich kurz abbremsen. Damit ich nochmal kicken kann. Ich hoffe, wie gut der ist.
Das Bremsen funktioniert halt auch nicht, ne? Hab ihn getreten! Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Zielgerade. Hauptsache nicht letzter. Hauptsache nicht letzter. Rennen beendet. Was ein scheiß Game. Das war schrecklich. Das war schrecklich. Okay, was haben wir denn noch so Schönes hier? Wie wär's damit? Was stellt ihr euch unter dem Begriff Swing vor? Unter dem Namen des Spiels Swing vor? Tanzen. Baseball, Golf, Tanzen, Kreisel, irgendwas Musikalisches, Schaukelsimulator. Krieg. Könnt ihr euch jetzt was darunter vorstellen? Nein. Ja. Die Musik ist vielleicht ein Hint? Erkennt ihr jetzt vielleicht, wo es sein könnte? Männerspiel. Sudden Death. Okay, let's go, Sudden Death. Ding 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 ring ding 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 ring ding 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 ding. Ich hab keine Ahnung, was? Ich hab's beim Testen kurz angemacht. Ich hab nichts gerallt. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Der eine ist einfach rübergeflogen. Ich habe doch keine Ahnung, was das Ziel ist. Also ich kann mir vorstellen, alles im Gleichgewicht zu behalten. Jetzt ist er. Hä? Jetzt ist er oben seitlich rausgeflogen und kam von links ein Herz raus.
Ich hab nicht aufgepasst. Was? Ich hab nicht aufgepasst. Hä? Keine Ahnung, was ich da tue. Fliegt das so viele Spalten weiter, wie die Zahl angibt oder so? Also, wenn ich jetzt eine 1 drauf werfe, fliegt das, und dann müsste ja die 2 wegfliegen. Fliegt die dann 2 Felder weiter? Die fliegt zurück. Das ist so wie ein Spiel, was man sich mit 9 Jahren ausgedacht hat. Was hast du dir mit 9 Jahren ausgedacht? Ich dachte, also als ich das kurz angemacht habe, dachte ich, vielleicht ist das irgendwie ein super bekanntes Prinzip oder so. Was irgendwie Leute so alle kennen, keine Ahnung, irgendwie irgendein so ein, keine Ahnung, so Sudoku oder sowas, ne? Irgend so ein Mathe-Spiel, was irgendwie alle kennen. Das ist ein Stern. Ich habe keine Ahnung, wieso das Swing heißt. Ich hab noch Extras. Der Joker ist das erste Extra. Er hat die Funktion, jede vorkommende Farbe sowie das Herz zu ersetzen. Er hilft, einen Dreier zu erzeugen. Ich bin schon mit einer Person überfordert. Ich kann mir die ganzen Dinge angucken. Ach so, der Joker ist dieses bunte Ding. Die Bombe sprengt ausgehend vom Mittelpunkt einen 3x3-Bereich. Ich hatte so einen Stern. Ein silberner Stern bekommt man zum Abschluss eines Levels. Mit 3 nebeneinander liegenden Silbersternen wird das Spielfeld komplett abgeräumt. Sterne können nicht durch Extras vervielfältigt werden. Man kann was vervielfältigen? Und das Herz hatte ich. Wird eine Kugel nach links oder rechts aus dem Spiel katapultiert, verwandelt sie sich in ein Herz. Wird es wieder zurückgeschleudert, verwandelt es sich in eine Bombe und umgekehrt. Also du musst schon, es ist dieses typische... Das typische Prinzip von solchen Puzzlespielen, wo du Farben nebeneinander legen musst. Mindestens irgendwie 3 oder 4 gleiche, ne? Aber das ist nochmal mit Mathe obendrauf. Dass du die nicht einfach so abwirfst, sondern du musst auch noch auf deren Gewicht achten. Aber dass die wegfliegen, das überfordert mich. Wieso fliegen die weg? Das ist mir zu hoch, Chat. Das ist mir zu hoch. Lass uns was anderes anschauen. Das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Wie wär's mit das? Das ist bestimmt ganz simpel. Ja, ja, aber ich habe schon verstanden, dass die hochgeschossen werden vom Gewicht. Aber wieso fliegen die manchmal nach links, wieso fliegen die manchmal nach rechts? Wieso fliegen die ein Feld, mal 2 Felder? Oh.
Spiel's am besten privat. Ja, mach ich. Ich glaube, die Richtung ist random, aber jemand hatte die Idee gehabt, dass die Entfernung vom Gewicht abhängen könnte. Tja, was würdet ihr sagen? Ich kann mal den Namen des Spiels sagen. Und dann müsst ihr wieder raten, was es ist. Ja, okay, gut, wenn ich den Namen vorlese, dann werdet ihr es direkt wissen. Der Name ist eigentlich, verrät schon eigentlich alles. Es ist weird, aber also im Deutschen heißt das Ulrich Kirchhoffs Riding Star. Aber das Spiel gab es auch in anderen Ländern Deutschlands, Europas. Und da haben sie es anders genannt. Da haben sie es Mary Kings Riding Star genannt. Ulrich Kirchhoff ist im Englischen wohl Mary King. Gehen wir rein. Hey, Escape, was geht ab? Meisterschaftssaison. Ja! Neues Spiel. Das ist ein tolles Pferd. Genau wie seine Eltern. Schön und stolz und voll Energie. Da ist ein Gutteil Vollblut mit drin. Ach, was mache ich denn da wieder? Stell mich nicht mal vor. Ich heiße Jim und ich kümmere mich für deine Mama um den Stall. Hallo, ich heiße Sarah. Nett, deine Bekanntschaft zu machen, Sarah. Willkommen in unserem kleinen Teil der Welt. Wie gefällt's dir denn? Ist wirklich wunderschön. Na, das freut mich. Du wirst dich schnell einleben, nur keine Bange. Sarah, das hier ist Star. Hallo, Star. Das ist der Stall. Da links ist Stars Box und rechts ist der Sattelraum. Du kannst dich gerne ein bisschen umsehen und ich erkläre dir alles. Wenn du Star in seine Box bringen willst, mach einfach die Tür auf und führe ihn rein. Junge, was ist dieser Kopf? Wieso ist der ganze Körper gefriest, aber der Kopf bewegt sich? Junge! Yo, die Steuerung ist ja mega komisch. Da, komm! Da, komm? Wir gehen rein. Hier schläft und frisst Star, wenn er nicht draußen auf der Koppel ist. Wenn du viel ausreitest, sollte er ziemlich häufig hier drin sein. Du musst seine Box aber sauber halten. Die Besen sind im Sattelraum. Kehr die Box einfach einmal am Tag gut aus. Wird gemacht, Jim. Versprochen. Alles klar, Kleine. Und nicht vergessen, wenn du Star in seiner Box lassen willst, hat er sie Kleine genannt, wenn du gehst. Okay. Unangenehm. Komm, Junge. Komm, Junge. Star, komm! Komm, Junge! Komm, Star! Star, komm! Komm, Star! Komm, Star! Komm, Junge! Komm, Junge! Komm, Star! Komm, Star! Komm, Junge! Komm, Junge! Komm, Star! Star, komm! Star, komm! Komm, Star! Komm, Junge! Das habe ich auf dem PC gespielt. Ich kenne das Game. Kann es sein, dass ihr beides girlies seid und Pferde mögt? Komm, Junge. Ich geh mal raus. Ich will Rennen machen. Das ist ein Point-and-Click-Adventure? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin ein Junge, aber in der Pflegefamilie gab es nichts anderes. Und du sagst, damit hast du die beste Zeit deines Lebens gehabt? Meine Cousine hatte das.
Das ist der Sattelraum mit der ganzen Reitausrüstung. Wir nennen das Sattelzeug. Oben rechts haben wir die Sättel für Dressur und Springreiten und ein paar Decken. Ich achte schon drauf, dass du zur richtigen Zeit das Richtige nimmst. In den Schubladen ist auch noch einiges, was wir zwischendurch brauchen werden. Nein, als Junge darfst du keine Pferde mögen. Da ist Box ausgekehrt. Wenn du ausreiten willst, such dir einfach das Sattelzeug aus und sattel das Pferd draußen im Hof. Wenn du genug geritten bist, musst du ihm das Sattelzeug abnehmen und es aufnehmen, bevor du ihn auf die Koppel oder in seine Box bringst. Okay. Okay. Das Sattelzeug. Sattelzeug ist geladen. Let's go. Meine Mama hat zwei coole Point-and-Click-Games. In einem warst du ein Vampirjäger und in anderen ein Detektiv. Aber nirgendwo ging es um coole Pferde. Fjerk. Es geht um einen Pokal! Es geht um Dressur, okay. Meine Cousine hat das ganze Tag gespielt und musste immer zuschauen. Mein Leben war hart. Sarah Grene, Morningstar. T-Knopf auf der Xbox. Ich weiß auch nicht. Ich finde hier keinen T-Knopf. Tja, ich bin rausgeflogen, Chat. Ach, die Susanne, ey. Mal wieder die Susanne. Guck mal, alle kriegen irgendwie einen Sticker. Nicht mal ich habe einen Sticker bekommen. Military. Okay. Ziehen wir jetzt direkt in den Krieg? Hallo zum Beispiel ist ein Groß. Ach so, ich hätte Hallo sagen sollen. Wieso fliegt der eine gerade vom Pferd runter rechts auf der Anzeige? Wie disqualifiziert? Ich dachte, ich soll durch die. Ich dachte, ich soll durch die Checkpoint-Fahnen laufen. Das war's. Springreiten, okay. Das ist die Bahngrenze. Ja, ich dachte, ich muss durch die Fähnchen laufen halt. Hey, Tom. Wie springe ich denn? Ach da. Und ich würde sagen, jawohl, ja. Ich bin qualifiziert, das ist schade. Was redet denn da? Ich würde sagen, ja, jawohl, disqualifiziert. Was? Okay. Aber hey, hier bin ich am weitesten gekommen. Hier bin ich am weitesten gekommen. Aber overall bin ich letzter, ja. Alles zusammengerechnet nochmal, bin ich letzter. 0 Punkte, ja. Na, wie war's, Kleine? Schleife geholt? Furchtbar. Ach, mach doch nichts.
Ja, ich denke mal, das war genug Pferdeabenteuer. Na, wie war's, Kleine? Furchtbar. Oh boy. Wo gehen wir als nächstes rein? Das Ding ist, Leute, das wäre ja an sich der perfekte Stream gewesen, eigentlich für Ballerburg. Aber ich krieg Ballerburg nicht zum Laufen über den Emulator. Es bricht immer an einer Stelle ab. Was heißt hier eigentlich? Also ich habe 2 ISOs probiert und ich habe sogar das Spiel ja selbst eingelegt. Und es funktioniert nicht. Also ich kann es euch gerne einmal zeigen. Und bis zu einer bestimmten Stelle komme ich und dann geht es nicht mehr weiter. Kriegsbrei, Dankeschön für 10 Monate. Also wenn, dann vielleicht musste ich meine Konsole anschließen, die PlayStation 2 anschließen und dann halt versuchen. Aber ja, über Emulator funktioniert es leider nicht. Also es wäre nicht nur lustig, wenn es jetzt plötzlich klappt, es wäre perfekt, wenn es jetzt klappt. Hab ich? Wie leise das ist. Ich hatte kurz, ich hab's bei mir gemutet. Lass ihn einfach im Stich. Boah, ist die geil. Okay, was ist dieses Outfit? Kam da gerade ein Löwengeräusch? Ballerburg. Ballerburg. Schon ein geiles Intro. Nur ein bisschen zu leise für meinen Geschmack. So, das geht alles noch. Das geht auch noch alles. Kleine Scheißegal, wie ich mich nenne. Hier ist jetzt alles laut. Und wir nehmen den Totenkopf.
So. Und sobald ich gleich eine Kampagne starte, geht's nicht mehr. Vielleicht eine andere Kampagne. Ich habe immer versucht, die Forest-Kampagne zu starten. Da ist die Volcano Queen. Best Time! 9 Stunden, 59 Minuten! Es geht? Es geht? Hä? Hä, wieso geht's plötzlich? Also, vielleicht ist wirklich einfach nur geht die Forest-Kampagne nicht? Ja, und hier geht's nicht mehr. Das meine ich halt, ne? Sobald die Mission startet, geht's nicht. Ich habe es mit 2 verschiedenen ISOs probiert und sogar mit der Originalversion, die ich hier habe, von Ballerberg. Geht nicht über einen Emulator. Wenn, dann muss ich halt die Konsole anschließen. Aber ist bestimmt ein cooles Game. Bestimmt ein cooles Game. Hast du Pusten probiert? Ich habe in alle Löcher reingepustet. Geht nicht. Nee, nochmal aus- und anmachen geht nicht. Ich hab's sehr oft probiert. Kein Ballerberg für uns. So, kommen wir wohl zu dem. Kommen wir zu dem wohl bekanntesten deutschen PlayStation 1 Spiel. Das ist, glaube ich, so das bekannteste. Was auch international, glaube ich, sehr bekannt war. Kommt das aus den Niederlanden? Epic Intro! Technomage. Kennst irgendeiner? Kennt irgendeiner Technomage? Das ist, glaube ich, so das bekannteste deutsche PS1-Spiel. Neben Ballerburg. Neben Ballerburg, natürlich. Ballerburg war auch sehr bekannt. Ich bin schon geflasht. Das ist das Ice Age Intro. Okay. Ja, das sieht jetzt random aus, aber das wird bestimmt noch in der Story erklärt. Dass irgendein Bösewicht die Hölle heraufbeschworen hat auf die Erde. Das war so ein Reality-Free-Sound. Ja, der Soundeffekt, ja. Ado 1602 hat doch keine PS1-Version. Wow, was in aller Welt war das denn?
Ein Erdbeben oder ein Albtraum? Wilde Monster haben mich angegriffen und die Erde hat gezittert. Drücke die Action-Taste, um Dialoge weiter zu scrollen oder zu beenden. Benutze die entsprechenden Tasten, um dein Sichtfeld im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Das der gute helfen, deine Melvin. Umgebung zu erkunden. Okay. Okay. Ich kann die Kamera drehen. Nice, nice, nice. Der Kopf spinnt ja mit. Der spinnt gegen den Körper. Okay. Um mit einer Person zu sprechen, stelle ich davor. Ja, wieso erklärt er mir jetzt nichts mehr? Guten Morgen, Melvin. Bist du endlich aufgewacht? Oh nein, das war kein Traum. Ich würde sagen, es war ein leichtes Erdbeben. Ich hab's auch bemerkt. Aber immerhin hat's dich Langschläfer endlich aus dem Bett geworfen. Du bist wie dein Vater. Schlafmützigkeit scheint eine typische Steamer-Eigenschaft zu sein. Ich bin wirklich froh, dass es mir trotzdem gelungen ist, dir auch ein paar Dreamer-Tugenden beizubringen. Jetzt solltest du dich aber endlich auf den Weg zur Druidenklause deines Onkels Rissen machen. Deine Arbeit wartet dort auf dich. Und ich bin überzeugt, dass Rissen auch etwas mehr über das Beben... Rissen. Die gute alte Steamer... Streamer... Streamer-Gemeinschaft. Nicht Streamer, Steamer-Eigenschaft. Objekte wie Schränke, ja, und Uhren können untersucht werden, indem man sich direkt davor stellt. Okay. Es ist 11 Uhr morgens. Goldmünzen gefunden. Alter, geil. Let's go. Ich bin auf das Kampfsystem gespannt. Du befindest dich in Dreamer Town. Um dich schnell zu orientieren, drücke R1. Mit R1 kannst du die Karte auch wieder schließen. Drachenbrr. Hintertür. Schule. Spielwiese. Bücherei. Hoher Rat. Gasthaus. Dorfbrunnen. Onkel. Weinhändler. Onkel ist Blatt. Ist ganz im Süden. Ich wünschte, ich würde in Dreamer Town leben. Ach, es kommt mir wie Jahre vor, seit zuletzt ein Schachhändler hier in der Stadt war. Und jetzt, da endlich einer kommt, hat er sich vorher überfallen lassen. Und nun sitzt er im Gasthaus und jammert, weil er gerade mal mit dem nackten Leben davon gekommen ist. Hey, das ist ja alles synchronisiert, das ist ja Banger. Ich werde doch mit keinem spielen, der nicht mal richtig zaubern kann. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Du solltest lieber mal ein paar Bücher lesen. Okay, Clarissa, halt die Schnauze. Was ist dein scheiß Problem? Okay, the fuck? Guten Morgen, Melvin. Ach, der Herr aller Zauberer allein weiß, was mir letzte Nacht den Schlaf geraubt hat. Also, so schlecht habe ich seit dem letzten Feuerwolkenfest nicht mehr geschlafen. Und damals hat sich mein Bett bloß gedreht und nicht gewackelt. So, wir sind beim Onkel angekommen. Hier lebt der Onkel. Da hängt ein Zettel an der Tür. Melvin, da ich nicht länger auf dich warten wollte, bin ich schon mal in den Wald gegangen, um Misteln zu schneiden. Ich werde gegen 5 Uhr zurück sein. Dein Onkel Rissen. Tja, und jetzt? Hier ist ein Platz für deine mystischen Gegenstände, Verteidigungsgegenstände, Zaubersprüche, deine Waffe. Ich habe schon 12 XP bekommen. Besuche deinen Onkel Rissen. Darf ich einfach so in den Wald jetzt gehen? Ich denke mal links raus, ne? Oh, ich kann springen! Kann ich auch sprinten? Nicht. Ich kann umschalten zwischen Sprinten, glaube ich. Oder? Nee.
Kann ich einfach so raus? Das Stadttor ist verschlossen. Letzte Nacht wurde in der Nähe eine Schachkarawane im Wald überfallen. Glacknor ist der Einzige, der es lebend bis zum Dorf geschafft hat. Er ist jetzt im Gasthaus und ruht sich dort aus. Ja, lass zu Glacknor gehen. Was? Mann, ich drücke mal die falsche Taste. Gasthaus ist das Bett, das ist direkt neben mir. Hallo Melvin, warst du heute schon mal am Drachenbrunnen? Herr Saris läuft dort herum und murmelt irgendetwas von Augen und Rosen. Also ich habe nicht verstanden, was er meint. Der Spieler ist Technomage. Das war eine gute Kinderstimme, ja. Hallöchen, ich bin Hernd, der Gastwirt dieses wundervollen Hauses und stets zu Diensten. Ich habe reichlich gutes Essen sowie saubere und gemütliche Zimmer zu vergeben. Schauen Sie sich die Räume ruhig selbst einmal an. Ach, Mel, du bist's. Entschuldige, aber ich habe dich einfach nicht gleich erkannt. Aber könntest du mir einen Gefallen tun? Ja klar, erste Quest. Hier hast du 5 Goldstücke. Nimm sie und kaufe für meine Gäste eine Flasche dunkle Peinwein beim örtlichen Weinhändler. Dunkle Peinwein, okay. Aber wann darf ich kämpfen? Die Synchro ist halt echt nice, oder? Der Weinhändler ist ganz unten neben meinem Onkel. Wo ist die Techno-Musik? Sag mal, du halber Dreamer. Willst du einen alten Mann auf den Arm nehmen? Ich habe weitaus Besseres zu tun, als deine dummen Fragen zu beantworten. Okay. Scheint wohl irgendwie nur so ein Halbling zu sein, den Typen, den wir spielen. Der kann nicht komplett träumen. Und das ist hier wohl nicht irgendwie beliebt. Die Dreamer sind wohl eine geschlossene Gesellschaft. Kann sein, dass Bacchus und ich gestern ein wenig zu tief ins Glas geschaut haben. Ich denke, ich habe die Tür zugeworfen und irgendwie muss ich Bacchus dabei im Nebenzimmer eingeschlossen haben. Jetzt finde ich aber dummerweise den Schlüssel nicht mehr. Ich erinnere mich aber noch, dass ich gestern durch die Büsche in der Nähe der verfallenen Stadtmauer gestolpert bin, bevor mich die Wachen nach Hause buxiert haben. Okay, also darf ich noch keinen Wein kaufen. Dann suchen wir wohl den Schlüssel. Das war Dexters Stimme von Jack und Dexter. Oh, gut möglich. Die klang so ähnlich, ja. Drücke, um die Sicherheitskarte öffnen. Drücke Select zum Spielen zurückkehren. Was? L1, Questlog zu öffnen. Ja, weiß ich doch schon. Hab ich schon alles gemacht? Hör doch auf jetzt. Ja, ne kaputte Mauer. Der ist hingefallen, wo es eine kaputte Mauer gab. Hier ist eine kaputte Mauer. Wie du leicht erkennen kannst, bin ich schwer beschäftigt. Und hungrig bin ich auch noch. Wie jammerschade. Du kannst ja nicht mal richtig zaubern. Vielleicht solltest du nochmal den Unterricht bei Meister Salik besuchen. Hier ist noch eine kaputte Mauer. Hier ist noch eine kaputte Mauer. Hier ist noch eine kaputte Mauer. Hallo, da ist ja unser Steamer Dreamer. Schau her, ich werde einen Ballon für dich zaubern. Ein kinderleichter Zauberspruch. Ich glaube, ich habe schon gecheckt. Kannst du das auch? Na, wahrscheinlich nicht, oder? Ich nehme mal an, halbe Steamer wie du würden eh viel lieber im Maschinenöl herumpanzen. Ja, ja, ja. Naja,
Nur falls es dir doch zufällig mal gelingen sollte, einen Ballon zu zaubern, dann musst du ihn mir unbedingt zeigen. Es gibt die Streamer, die Steamer und die Dreamer. Die Steamer sind wohl die, die sich so auf, die nicht zaubern können, aber dann halt so sich auf Maschinen und so verlassen. Und die Dreamer sind dann die Zauberer und verteufeln die Steamer, weil sie scheiße sind. Kann ich in den Wald? Diese Hintertür ist immer verschlossen und bewacht. Ja, nicht unbedingt Handwerker. Ich glaube einfach nur Leute, die halt, ja, nicht zaubern können und dann halt ihr Leben irgendwie anders leben mussten, indem sie halt Wissenschaft benutzen. Die anderen, wenn die halt ein Feuer machen wollen, dann machen die Hex, Hex! Und Feuer ist da. Und die mussten halt irgendwie erfinden, wie man Feuer macht. Ohne Zauber, ne? Deshalb. Die Steamer und die, ja, die Muggler halt. Genau, die Muggler. Das ist einfach die Eorzea gegen Garlem halt. Ja, irgendwo ein Busch. Bei einer kaputten Wand. Ich hoffe, der Busch leuchtet besonders. Ich würde halt gerne so weit kommen, dass ich irgendwie kämpfen kann. Ich würde gerne das Kampfsystem sehen. Da ich mir gar nichts dazu angeschaut habe, weiß ich gar nicht, ob das jetzt irgendwie was Rundenbasierendes sein wird. Oder wirklich ein aktives Action-Rollenspiel. Also sind wir Dreamer und du bist Streamer. Du kannst zaubern. Dann kannst du mal eben meine Geldtasche voll zaubern mit Geld. Es geht ganz einfach. Du musst fest an Geld glauben und auf den Abonnieren-Button drücken. Dann kannst du einen Zauberspruch casten. Leute, ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Eine Geldtasche, ist das ein Ö30-Begriff? Nee, das ist ein Begriff, den man sagt, wenn das andere Wort einem nicht einfällt. Brieftasche oder Geldbeutel. Portemonnaie, genau. Mein Gott. Leute! Wo ist der Schlüssel? Kann jemand googeln? Ich will das Kampfsystem sehen. Geldbörse. Hat ein bisschen was von Hobbits, ne? Irgendwie die Stadt. Talersack. Hi Mel, ich bin hier im Dorf der Hüter der Zeit. Ich schlage die Glocke zu jeder vollen Stunde. Es ist 11 Uhr morgens. Was ein Scheißjob. Das ist die Dorfglocke. Tja, ich glaube, ich werde niemals den Busch finden. Das ist echt schade. Ist vielleicht markiert auf der Karte? Nee, ne? Ich will zu dem Drachen. Wo ist der Drache? Da ist der Drache. Wahrscheinlich einfach nur der Drachen,
Das Drachenbrr steht für wahrscheinlich Drachenbrunnen, ne? Und ja, hier waren wir. Ich kann ins Wasser! Tja. Ich würde gerne mehr von dem Spiel sehen, aber ich glaube, wir werden nicht mehr sehen, Chat. Ich habe sogar mehrere Sidequests bekommen. Jetzt muss ich auch noch Larissa was zu essen bringen und Danny soll ich einen Ballon mitbringen. Ja, ich keine Ahnung, was die Mainquest ist. Also die Mainquest ist, ich soll zu meinem Onkel gehen, aber mein Onkel ist gerade im Wald. Und ich kann ja gar nicht in den Wald gehen, weil die Stadt versperrt ist. Niemand darf die Stadt verlassen, weil draußen ist gefährlich. Ach, es kommt mir wie Jahre vor, seit zuletzt ein Schachhändler hier in der Stadt war. Frau Liesdach! Hey Pan! Ich finde einfach nichts zu dem Spiel. Irgendwie nur zu Brave Fencer muss sein. Kannst du mir einen Gefallen tun und diese Bücher zurück in die Bücherei bringen? Danke, das ist wirklich schrecklich nett von dir. Und wenn du sie dort abgegeben hast, habe ich auch eine kleine Belohnung für dich. Woher kenne ich das Geräusch? Woher kenne ich dieses Geräusch? Woher kenne ich das Geräusch? Zelda? Nein, das ist doch nicht aus Zelda. Mario, nein. Yo-Kai Watch? Was? Bibi Blocksberg? Was? Power Ranger, genau. Ich würde viel lieber zum Spielen an den Drachenbrunnen gehen. Sicher sind alle anderen außer mir schon da. Aber ich... Ich habe diese blöde Erkältung und meine Mutter lässt mich nicht aus dem Haus. Die Gesichter sehen echt komisch aus. Die sehen so aus wie echte Fotos von Menschen. Oder? Ich würde viel lieber zum Spielen an den Drachenbrunnen gehen. Aber dann halt so komplett... Ich würde viel lieber zum Spielen an den Drachenbrunnen niedrig gehen. Aufgelöst. Geklaut! Gehört mir! Ah, ist das auf meinem Bein? Jetzt kriege ich kein Blut mehr im Bein. Aua. Erfahrungspunkte. Was für Erfahrungspunkte sammeln? Wenn du Gegner besiegst oder Rätsel löst. Oha. Jetzt hat er mir meine Stats erklärt. Stärke, Int, Con und irgendwas das letzte ist. Mystik. Melvins Fähigkeit, sehr alte und mächtige Spezialgegenstände zu benutzen. Diese Werkzeuge sind oftmals sehr nützlich. Außerdem werden nach und nach zusätzliche mystische... Leute, Mystic Run? Machen wir einen kompletten Mystic Run? Hallo Mel, ich zähle gerade meine Bestände. Einige Bände fehlen mir aber noch und ich habe beschlossen, den Hort der Schriften erst wieder zu öffnen, wenn ich jedes einzelne von mir verliehene Buch wiederbekommen habe. Ah, prima. Da sind ja endlich die Bücher von Frau Sengarn. Wenn das so ist, dann kann ich jetzt die Bücherei endlich wieder öffnen. Woher kenne ich den Sound? Woher kenne ich den Sound? Der kommt mir so ultra bekannt vor. Yu-Gi-Oh! Wie scheiße unaufgeräumt ist das denn hier?
Ein unaufgeräumter Schreibtisch. Genau das! Ein Blatt des Schattenfranz. A Link to the Past Masterschwert muss ich dran denken. Nee! Das klingt ja null nach Zelda. Das war nicht Bibi Blocksberg. Aber ich habe auch keine Ahnung von Bibi Blocksberg. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Das ist doch kein Zelda-Sound. Klar habe ich ein Problem. Ratten. In jeder unglückseligen Nacht schleichen sie in meinem Keller herum und nagen alles an. Bei dem Lärm kann ich einfach nicht schlafen. Zumindest nicht ohne ein starkes Schlafmittel. Es ist wirklich zu dumm, dass ich keine Waffe habe, um diese Viecher endlich loszuwerden. Kriege ich irgendwo eine Waffe? Ich will ein bisschen schwingen. Du brauchst einen stählernen Schlüssel. Tja, Chat. Ich würde sagen, das war's, ne, mit Technomage. Prima Schule. Ich komme nicht mehr weiter. Alte Spiele halt, ne? Die konnte man damals ohne Guide gar nicht spielen. Damals musste man immer auf dem Schulhof mit den Kindern darüber reden. Was glaubst du eigentlich, was ich hier mache? Mein Hinterteil platt sitzen? Nee, die Wahrheit ist, dass ich nachsitzen muss. Ist das nicht unfair? Na, immerhin habe ich so die Gelegenheit, richtig viel zu lernen. Soll ich dir erzählen, was ich gerade herausgefunden habe? Ja! Steamer und Dreamer können schon deshalb niemals gemeinsam an einem Ort leben, weil sich all ihre Interessen und Gewohnheiten völlig voneinander unterscheiden. So kann zum Beispiel kein Dreamer den schrecklichen Lärm ertragen, den die Steamer mit ihren lauten Organen machen, denn die Steamer sind es wegen des stetigen Maschinenlärms gewohnt, immer sehr laut zu reden. Und außerdem gibt es dann auch noch das alte überlieferte Gebot, das es uns ohnehin verbietet, mit denen zusammenzuleben. Melvin, du bist meine letzte Hoffnung. Ich wollte gerade mit der ganzen Klasse auf eine Exkursion gehen, um im Wald die heimischen Kräuter zu sammeln und zu studieren. Aber da die Wälder um Dreamertown derzeit nicht mehr sicher sind, muss ich meine Stunden wohl hier im Dorf abhalten. Nun ist aber meine Kräutersammlung unvollständig. Könntest du mir einen Schattenfarn. Schattenfarn besorgen? Der Schattenfarn! Du hast ihn mitgebracht. Jetzt kann ich endlich mit meinem Unterricht beginnen. Hier, nimm ein wenig Kreide dafür. Schau, dass du sie in deinem Rucksack trocken hältst. Manchmal ist Kreide sehr nützlich, um den Weg zu markieren. Okay, danke, Chef. Ich habe ein sehr wichtiges Buch über die Geschichte der Dreamer und der Steamer geschrieben. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass man die Vergangenheit des eigenen Volkes kennt. Und meine Bücher sind zudem noch spannend wie Krimis. Soll ich dir eine kleine Zusammenfassung geben? Ja, schieß los! Vor vielen hundert Jahren muss sich etwas wahrhaft Furchterregendes auf Gothos ereignet haben. Gothos. Heute weiß niemand mehr, was es genau war. Aber viele alte Bücher deuten auf Grauenhaftes hin. Offensichtlich gelang es den alten Völkern von Gothos nur durch eine enorme gemeinsame Kraftanstrengung, unsere Welt vor der Zerstörung durch eine ominöse Bedrohung zu retten. Unter den Überlebenden dieses Kampfes brachen aber schon bald Zwistigkeiten aus. Was waren die Ursachen der Katastrophe? Und was konnte man zukünftig zu ihrer Vermeidung tun? Man munkelte etwas von Verrat. Aber wer hatte wen verraten? Letztendlich spaltete man sich in zwei Lager. Diejenigen, die in der Macht der Magie eine Lösung aller Probleme sahen, wurden zu den Dreamern und gründeten unsere Stadt. Und diejenigen, die sich allein auf ihr großes Wissen über den Einsatz von Mechanik, Technik und Maschinen stützen wollten, wurden zu den Steamern. Von diesem Tag an gingen beide Völker strikt getrennte Wege. Tja. Ich hab's predicted. Es ist die Final Fantasy Story. Ja, ist bestimmt ein Banger Game Chat. Ist bestimmt ein Banger. Aber ich bin zu doof dafür. Ja, das waren auch an sich alle Spiele. Ich hätte gerne noch Ballerburg gezeigt, Chat, aber ja, müssen wir vielleicht irgendwann mal anders machen. Da muss ich die Konsole anschließen. Aber ja, das waren diese wundervollen deutschen Spiele.
die ich so gefunden hatte. Es ist aber auch echt schwierig, irgendwas Deutsches zu finden und dann auch noch irgendwie eine funktionierende ISO zu finden. Moritz hat mir noch geschickt, es gibt so ein Spiel, das habe ich gar nicht gefunden beim Googlen. Hat mir gesagt, es gibt noch ein Schnappi-Game, aber das habe ich gar nicht gefunden. Ein Schnappi-Fun-Game. Das ist im Internet nicht eingetragen. Das existiert im Internet nicht. Ich hatte halt so eine Wiki-Seite gefunden mit deutschen Entwicklern, Videospielentwicklern, und bin ihre Historien durchgegangen. Und da war Schnappi nicht dabei. Aber es gibt wohl noch Schnappi, das kleine Krokodil, 3 Fun Games. Unterstützt deine Tanzmatte. Das hattest du. Ich kann mal ja auf die Schnelle schauen. War nett. Ob ich hier einen Link schnell finde. Und dann schnell Tanzmatte anschließen und dann spielen wir das auf Tanzmatte, okay? Oh, geil. Ich denke nicht, dass ich jetzt die Tanzmatte dafür anschließen werde. Ja, Maid-Kostüm jetzt noch schnell anziehen. Junge, das Spiel ist 9 Megabyte groß. 9. 9. Neun! Yo, Choice Escape. Neuen! Haben nicht irgendwie 700 Megabyte auf eine PlayStation-Disc gepasst? Phenomedia! Dieser scheiß Krokodil. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Hallo Schnappi-Fans. Schnappi-Denk, Schnappi-Tanz. Schnappi-Schnapp. Wir fangen an mit Schnappi-Schnapp. Geil. Und das soll ich mit Tanzmatte spielen? Ein 20er! Bravo, du hast Level 1 gemeistert. Let's go, weiter. Ah, den anderen nicht bekommen. Ah, 30, 40! Snack in dir! Schnappi ist schon echt süß. Ist ein bisschen so das Kind von King K. Rool. Gibt es eine E-Sports-Szene dafür? Wäre schon geil, wenn das ein Multiplayer wäre. Und jeder spielt einen anderen Schnappi und man muss dem anderen, also man muss halt, wer mehr Dinger frisst, ne? Könnte halt auch ein Mario-Party-Spiel sein, ne?
könnte ein Mario Party Spiel sein. Gibt's bestimmt sowas ähnliches bei Mario Party. Wie wär's mit Schnappi Denk? Leider falsch, ich hab doch gar nichts gemacht. Schnappi! Schnappi! Ah, ich soll nachmachen, wo er rausguckt. Schnappi! Schad! Schnappi! Schad! Schnee! Schnappi! Schnapp! Schnee! Schnappi! Schnapp! Schnee! Schnee! Schnappi! Schnapp! Schnee! Schnee! Schnappi! Schnapp! Ja, ich denke mal, wir gucken uns noch mal schnell das letzte an, oder? Schnappi-Tanz! Ich erinnere mich daran, wo er bei mir mal nur Schnie, 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 Schnie gesagt hat und ich mich verpisst hab vor Lachen. Hallo, ich präsentiere euch euren Schnappi-Song. Präsentiert von Schnappi! Persönlich natürlich. Auf schwer, ne? Das hörst du nur, wenn du es hören willst. Aber ich höre es ja nicht bei jedem Schnappi. Nur bei dem einen. Das eine Schnappi betont da so ein bisschen komisch. Und es klingt so, als wäre da noch so ein L dazwischen. Super! Ich bin nur dritter Platz. Fucking Harald und Joy. Ach, Mann. Fucking Harald und Joy. Ja, das war die PlayStation 1 Erfahrung für diese Woche, Chat. Mit wundervollen deutschen Videospielen. Das war Banger.